Lobbyismus stoppen! Lobbyismus stoppen! Lobbyismus stoppen! Gestern gab es hier in Hannover eine Aktion gegen die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Da sind Aktivisten am Eingang der Institution auf das Pförtnerhaus geklettert und haben ihren Protest dagegen ausgedrückt, welche Rolle das BGR bei der Rohstoffausbeutung spielt und wie stark das BGR auch mit den Energiekonzernen und der Energiewirtschaft verflochten ist. Spannend ist auch, im BGR gibt es ein Kuratorium, das die Energiestrategien und die Energiepolitik des BGR beratend unterstützt. Und in diesem Kuratorium sind alle großen Energiekonzerne vertreten, von RWE über BASF Wintershall bis hin zu ExxonMobil. Und da sieht man auch ganz klar, wie erfolgreich diese Einflussnahme durch die Lobbyarbeit ist, dass sich das BGR eben positiv für Braunkohleabbau ausspricht und für die CCS-Technologie. Das BGR pflegt eine ganz offene Zusammenarbeit mit den Energiekonzernen. Teilweise gibt es da personelle Verflechtungen, zum Teil gibt es aber auch finanzielle Unterstützung von den Energiekonzernen für bestimmte Studien und Stellen im BGR. Zum Beispiel hat der Energiekonzern RWE 2 Stellen zur Erforschung der CO2-Verpressung und der Akzeptanz der lokalen Bevölkerung für die CO2-Verpressung bereitgestellt. Gleichzeitig unterstützt das BGR seit Jahren gut mit Gutachten die Festlegung von Gorleben als Standort für ein Atomendlager. Beim BGR wird ganz offen auch zugegeben, dass es diese Zusammenarbeit gibt. Die Energiekonzerne und das BGR haben zusammen verschiedene Studien rausgebracht zur Förderung der Akzeptanz für die umstrittene Fracking-Technologie. Also das BGR steht ganz offen für eine Förderung und weiteren Ausbau der fossilen Energierohstoffe und spricht sich ganz klar positiv für den Braunkohleabbau aus. Und so werden wir auch die Auswirkungen der Lobbyismusarbeit auf das BGR und auf die Energiepolitik, die das BGR unterstützt, immer wieder auf der Tour treffen. Sowohl in Bezug auf Fracking, in Bezug auf die CCS-Technologie und in Bezug auf die zentralistische und fossile Braunkohle-Energiegewinnung. Wir von der Reclaim Power Tour setzen uns für das Leben von Pflanzen, Tieren und Menschen weltweit ein. Und wir sagen, der Klimawandel findet jetzt statt und die fossilen Energien sind eine der zentralen Verursacher für den Klimawandel. Und mit der Energiepolitik, die das BGR forciert, sterben jetzt schon täglich Menschen.